wiegt ungefähr zwischen 10 und 12 Kilo. Truthahn ist ein sehr schmackhaftes Fleisch. Er hat den Vorteil, dass es verschiedene Fleischsorten drin sind. In diese Bauchhöhle kommt dann die Füllung hinein. Wir sehen schon am Wasserstrahl viel Platz. Ich sage, für den Hausgebrauch empfehle ich dringend einen kleineren. Es hat so einen riesen Ofen und lädt das ganze Haus mit ein, dann passt der. Jetzt haben wir unsere Füllung fertig. Jetzt nehmen wir etwas Salz, tun den Vogel von innen kräftig mit Salz einreiben. Wirklich ringsrum. Von außen nehme ich eine andere Gewürzmischung. Da wir den Vogel sehr bei niedrigeren Temperaturen garen, braten und na, viele Leute lieben ja eine dunkle Kruste, nehme ich eine Paprika-Salzmischung. Auch wirklich unten drunter überall. Die Haut schützt das Fleisch vom Austrocknen. Deswegen sollte man auch mit Gewürzen nicht sparen. So, ringsrum eingerieben. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Teil, nämlich der Vogel muss gefüllt werden. So. So, Vogel gefüllt. Jetzt tun wir den verschließen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich nehme einfach eine Rouladennadel und stecke das hier vorne zu. Moment. Der Vogel kommt in den Bräter. Oh Gott, oh Gott. Jetzt ist er noch mal so schwer. Und kommt bitte in den vorgeheizten Ofen. Der Ofen braucht einfach sehr lange, ehe er auf Temperatur kommt. Und es sollte von vornherein sichergestellt werden, dass eben der sofort in die Hitze reinkommt. Vielleicht eine Viertelstunde bei hoher Temperatur. So. Ja, bei 180 Grad tun wir jetzt mal eine Viertelstunde anheizen. Und dann nehmen wir die Temperatur runter auf unter 150 Grad, 140 Grad, dass der Vogel schön langsam durchziehen kann, damit auch schön saftig innen bleibt. Man sticht einen Vogel nicht in die Keule oder in die Brust rein, sondern sollte immer in den Flügel hinten reinstechen, in das Fleisch. Und wenn dort die Gabel schön weich reingeht, ist er meistens durch. So, jetzt hat er seine 3 Stunden weg. Die Nadeln habe ich schon mal wieder entfernt, ja, damit die Füllung noch ein bisschen Platz bekommt und sich schön breit machen kann. Da hätten wir unseren großen Supervogel. Er ist frisch gelandet, gebraten mit Füllung. Und ich hoffe, Sie probieren das zu Hause auch einmal. Sie können definitiv eine Nummer kleiner nehmen. Sie müssen nicht diese ganz großen Tiere nehmen. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de